Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Standardsatz, der sich auch niemals verändern wird. Ah, setzen wir uns mal hin. Ups, das müsste ich auch noch machen. So, jetzt aber hallo und willkommen zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, wir sind auf der Jagd nach Werwolfsblut. Und ein kleines Vöglein hat uns gezwitschert, dass dieses Werwolfsblut hier irgendwo zu finden ist. Ah, das war der falsche Knopf. Nein, das wollte ich nicht. Blutmacht wollte ich. Hallo? Ja, okay, das ist ein Bug. Ich lade nochmal eben ganz kurz. wir tun mal so, als wäre das nicht passiert. Ich kann natürlich mit Gestaltwandel hier, wie heißt es? Kein Dietrich mehr benutzen. Meine Finger lassen das nicht zu, denn die Finger sind eher sehr klauig. Ne? Und von daher kommen. Das haben wir uns mal gegönnt. Schloss knacken. Aha. Ja. Hier waren wir ja schon. Ich weiß gerade nicht mehr, ob wir das gespeichert hatten oder nicht. Uwe. Ich glaube, wir hatten das nicht mehr gespeichert, weil ich ja da bei dem Betäubungsmittelschrank irgendwie ein ganz kleines bisschen unter eine Kamera geraten bin. Da ist nämlich die Kamera direkt neben, ach, direkt darunter. Ich weiß gar nicht, ob ich die kaputt machen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die kaputt machen will. Das kommt natürlich auch noch dazu. So. Ah, Betäubungsmittelschrank und Tür. Die öffnen wir doch mal. Passwort. Dosierung. Okay. Ja, kann man drüber streiten, ob das jetzt eindeutig ist oder nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. BM-Schrank. Hacken wir das auch? Peige. Peige? Alles klar. Entriegeln. Schrank entriegelt. Betäubungsmittelkamera zur Sicherheit aktiviert. Warte mal, wenn ich jetzt auf Verriegeln gehe. Schrank verriegelt. Entriegeln. Mein Gott. Betäubungsmittelkamera zu. Ja. Ich sag jetzt einfach mal, das ist Gott gegeben, dass die Kamera dann läuft. Ich wollte. Ja, Kamera läuft. Der Typ ist auch dumm wie ein Stück Holz, oder? Ja, ich will mich jetzt nicht beschweren. Aber ein bisschen klüger dürfte der schon sein. Das, aha. Prescriptions. Da oben ist nämlich die Kamera. Nicht wundern, dass ich hier so ein bisschen durchrenne und weiß, wo was ist. Huch. Ich habe das gerade schon gemacht, aber man muss natürlich auf Aufnahme drücken. Das hilft. Deswegen, Aufnahme läuft. Medikamentendosen. Vivi Tresek. Nehmen Sie vor jedem Treffen. Schwellung hält für 6... Okay, wir haben Viagra oder ähnliches gefunden. Ich meine, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Controlled Substances. Hier ist, glaube ich, dann das Werwolfsblut, ne? Werwolfsblut. Ja, wie hast du mich denn jetzt gesehen? Das Blut da unten. Hast du das gesehen? Krimineller Verstoß. Oh Gott, nein. You are under arrest. Werfen Sie die Waffe weg und kommen Sie raus. Verlorene Menschlichkeit. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier raus, also schaffen soll.
Ich schaue einfach mal, ob ich hier irgendwie rauskomme und hoffentlich in die Kanalisation sehr schnell und unentdeckt vor allen Dingen reinkomme. So. Wie viel Menschlichkeit haben wir noch? Boah, nur noch 3. ja, wir müssen da mal ein bisschen gucken, dass wir da vielleicht mal irgendwann Möglichkeiten finden, ein wenig an der Menschlichkeit zu schrauben. Ja, das ist am Anfang sehr, sehr glatt gelaufen, aber anscheinend... Anscheinend... hat er uns irgendwie gesehen oder die Kamera hat uns gesehen am Betäubungsmittelschrank. Ist ein bisschen ungünstig. Aber ich sag mal so, da müssen wir jetzt mit leben. Ich hoffe sehr, dass die Polizei da oben sehr vergesslich ist und uns jetzt nicht mehr unbedingt sucht. Weil eigentlich war ich nicht in der Kamera zu sehen. Aber eigentlich ist ein ganz starkes Wort hier in dem Spiel. Das ist ja, na, sagen wir mal so, nicht unbedingt sehr optimiert, ist glaube ich das Wort, was ich suche. Und von daher, ja, drauf geschießen, ne? So, was machen wir jetzt mit dem Werwolfsblut? L, ne? Matschige Jagd. Aha. Sie haben das Werwolfsblut aus dem Krankenhaus geholt. Stecken Sie es in Ihren Briefkasten, um es Lacroix zu schicken. Alles klar. Da müssen wir zu unseren... Wie heißt das denn wohl? Trips Pawn Shop, genau. Wir sind hier, das heißt rückwärts und dann links. Falscher Knopf, egal. Ja, da kriegen wir auch mal einen kleinen Einblick darauf, wie das so ist, als Nosferatu zu spielen. Die müssen das nämlich immer machen. Immer schön hier gucken, wo ist der nächste Gullideckel. Ja, natürlich, wir sind ja direkt da vorm Krankenhaus. Ich dachte gerade, warum stehen die denn vor meinem Zimmer? Aber klar. So, hier. Werwolfsblut. Werwolfsblut, bist du Werwolfsblut? Ja, geben. So. Kann ich schlafen? Alisan, ja, das kennen wir. Ist das... Gibt es das in diesem Spiel, dass ich einen Tag verbringe und abwarte? Einen wunderschönen guten Tag. Was haben wir denn? E-Mails, eine ungelesene. E-Mail. So. Ja. E-Mail. So. Passwort korrekt. Erster Zug. Der weiße König zieht, um seinen Bauern zu schützen. Ich bin nicht unbedingt so im Schach bewandert. Sagt man ja so schön. Aber der König kann nicht als erstes ziehen. Also, die Lagerhalle liegt nun auf dem Grund des Pazifiks. Einzelteile stecken in den Rasen von Pasadena. Erzählen Sie Tang davon. So. Das machen wir doch glatt. Ja, ich guck mal, ob die Polizisten uns noch suchen. Ich hoffe nicht. Ne, die haben uns vergessen. Maskeradenbonus. Wofür? Hä? Kann ich nicht einen Menschlichkeitsbonus kriegen? Das könnte ich gerade viel besser gebrauchen. Ja, Maskeradenbonus bekommen. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass wir vor der Polizei geflohen sind. Und, ja, keine Spuren hinterlassen haben. Ich wollte gerade gucken, ob mein Mikrofon noch sein Verhüterli anhat. Das ist dann nämlich sehr, sehr drauf bedacht, dass es halt ohne Verhüterli hat. Aber wir sind in einer festen Beziehung, von daher ist das okay. Wohin laufe ich? Jupp. Hallo Bertram,
Nazi? Nice work, Fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Ja, der hat richtig Spaß, ne? So, danke. Kennst du jemanden namens Beckett? Beckett? Why know of him? Why? Ich habe mit ihm gesprochen. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. But that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Bertram. Ich muss dir ein paar ernsthafte Fragen stellen. What do you need? Welchen Deal hast du mit Therese Foreman abgeschlossen? That was just silly vampire politicking, Fledgling. No more. You get used to that kind of thing. Was? Wusstest du, dass Janet und Therese ein und dieselbe Person waren? I had my suspicions. What an interesting specimen. But a pain in my dead ass for sure. Das hört sich bei weitem grausamer an als nur ein Flock im Arsch. Of course it did. As if vampires and women both weren't insecure enough. Get them together in one Malkavian body. And look what happens. Erzähl mir von deiner Drama-Königin. And no kidding. Now that the Camarilla has moved into L.A., Therese wants the title of Prince of Santa Monica. I guess she saw me as a threat. Funny thing is, I could care less. Willst du die Position? I wouldn't want to be the Prince of Terre Haute. I leave that headache to the Ventru. Besides, there's only like 4 vampires in all of Santa Monica. Some kingdom. Das ist witzig. Und ich wollte dich noch was anderes like fragen. What? Kann ich dir nicht fragen, was er mit Dünnblütigen... Oder habe ich das schon? Ich habe ein kurzes Gedächtnis. Naja, ich habe ein paar Fragen wegen des Clans. Hm. Clans are just bloodlines, you know. A common root shared and passed on from sire to child. Erzähl mir von den Gangrelen. They fancy themselves loners and drifters running around the countryside and barking at the moon. It's all just an act. Gangrel can walk upright. They just choose not to. Konntest du dir dein Äußeres aussuchen? Das ist auch nichts anderes. Aw, did I hurt your feelings, Fleabag? Well, just try not to let the doggy door pinch your tail on the way out. Lass uns freundlich bleiben. Ich muss noch etwas anderes like wissen. What? ja, hier Clans. Sure. Bruder. They're a bunch of malcontents. They get pumped up by rousing the rabble they keep around them. Like, that's hard. Nothing breeds faster than contempt. And that's what the Bruja are all about. Jealousy and contempt. Sure. Erzähl mir von den Malkavian. Malkavians are, interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work and, not all of them are worth listening to, but they're all good fun, if you ask me. Ich will nach den Sekten fragen. Ja. Dass man immer wieder zurückgeschickt wird, also ein hier, Dialogbaum höher, das ist ein bisschen ungünstig. Was kannst du mir über die Anarchen erzählen? The Anarchs. Yeah, I respect what they do, strenuous liberty and all that jazz, but they're kidding themselves. Wherever there's an ounce of power to be had, there'll be people dicking each other over. You think the Camarilla invented that? Was weißt du über Nines Rodriguez? From what I hear, he's a likable sort, and that's a problem. Nines Rodriguez is the kind of guy you want on your side, and more kindred go anarch every day because of him. Hm. Ach, was wollte ich sagen? Ja,
Mir ist so gerade eingefallen, warum ich einen Maskerade-Bonus bekommen habe. Das ist ein bisschen verspätet angekommen. Ja, ich habe ja das Werwolfsblut verschachert. Also in Sicherheit gebracht, von daher. Weißt du? Da kommt der Bonus her. Egal. Ich verstehe. Nun zu den anderen Sekten. Ja. Was kannst du. Ah, denkst du über die Camarilla? The Camarilla works. When you let vampires run wild, you wind up with caitiff frenzying in the streets, thin bloods blowing the masquerade, and hunters sniffing around. Law and order is the kindred's friend. Was meinst du mit Dünnblütigen? Theory goes that the farther down the bloodline you are from Cain, the weaker the blood is. So if you're, say, fifth generation, the blood is strong. If you're 15th generation, you barely qualify as a vampire. A thin blood. Klingt nach dem Bodensatz. It is a sad state. They're weak. Their power is watered down. Most of them are caitiff, and there seems to be more and more of them. Many kindred think it's a sign of Gehenna. Gehenna? Gehenna, the day we all die. When our sleeping forefathers rise and bring about the end of the world, many believe we are living in the final nights. Wer ist kein? Cain, the biblical brother killer, father of all vampires. Warte, du hast doch vorhin was über Gehenna gesagt? Gehenna, the day. Okay. Du hast die Jäger erwähnt. Was Hunters, sind das für welche? Humans who hunt vampires. Most are half-cocked yokels, who also say they've been abducted by UFOs. The real hunters are trained by secret societies, holy orders of the church that have existed since the Middle Ages. Fear them. Okay. Friede. Fear them. Das ist das erste, wo er wirklich darauf bedacht ist, dass wir daran, das, also dazuhören. Wir sollten aufpassen, glaube ich. So. Die Lagerhalle liegt nur auf dem Grund des Pazifik. Erstatten Sie Prinz Lacroix im LA Venture Tower Bericht. Sie können Ihre Suche im Surfside Diner beginnen. Ich schaue noch mal kurz dahin. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen bald das hier benutzen. So. Was haben wir denn hier? Vielleicht hat die Oma ja diesmal ein bisschen was zu erzählen. Also die Bluttexturen sind heute nicht gut. Denen geht's heute nicht so What'll gut. it be? Haben Sie jetzt hier zur fortgeschrittenen Stunde irgendwelche blassen, irgendwie einigartige Typen gesehen? Is that a trick question? Haben Sie schon mal den Ausdruck dünnblütig Thin blood. gehört? Sounds familiar. Is that one of those tropical diseases? Kommen wir drängen mal. Versuchen Sie sich zu erinnern. Wo haben Sie dünnblütig gehört? I know I've heard that before. Vielleicht hat darüber neulich so ein seltsames, hübsches Mädchen Oh, gesprochen. that girl. Nice girl. First decent human being I've seen in here for years. Not like all the junkies and crazies I normally see. Yeah, I remember her. Yeah. Weird. She left a tip, but she didn't order a thing. Yeah, she looked so hungry, too. Just sat there all night with a full glass of water in front of her, talking about this and that. She seemed lonely, a little scared, so I let her stay in the booth until we closed. She left some stuff here. You seem to know her. Why don't you give it back to her if you run into her? Ich danke Ihnen sehr. Das werde ich ganz sicher tun. I'm busy here. Das ist mir völlig egal. Gegenstand erhalten: Foto eines Mädchens. Kautionsschein. Aha. Lillys Schlüssel. Geldbörse. Aha, jetzt wird's interessant. Geldbörse. Hat jemand im Diner gelassen? Okay. Untragbar. Foto eines Mädchens. Also Santa Monica, Lily.
Ja, und der Schlüssel und der Kautionsschein ist das. Eine Quittung für eine Kaution, die auf einen Rolf Toten ausgespielt wurde. Okay. Da gehen wir mal, was sagt denn die Uhr? Ja, ich denke, das schauen wir uns noch kurz an und dann. Also zumindest hier in den Computer da hinten, der gute Mensch hat ja nichts dagegen, wenn man da so in seinen Computer rumfuhrwerkt. Von daher. Hä? Okay. Können wir das ja gerne mal machen, denke ich. Hallo. So, moin. Ich muss mal kurz hier dran. Alles gut, ne? Rolf Tor Toten, ne? S bis Z. Toten. Ja. Kaution gestellt am 22.08.03. Illegale Einwanderung. Fall 66-33-21. Kautionsbetrag 15.000 Euro. Kautionsart, Sicherheit ein Auto, roter 77er, Lightning Bird. Hinweise, geh wieder nach Deutschland, Kumpel. Wir nehmen hier keine Euros. Okay. Der hat's gerade gepinkt. Wisst ihr was? Bevor ich mich umdrehe, mache ich ja, diese Folge zu Ende. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.